Mit ihrem zweiten Foldable macht Google meiner Meinung nach ziemlich viel richtig. Gut, der Name ist eventuell etwas eskaliert. Ich weiß nicht, ob Pixel Fold 2 den einfach zu einfach war. Aber abgesehen davon haben wir ein schickeres Design, hochwertigere Verarbeitung, hellere Displays und vor allem auch AI-Power ohne Ende bekommen. Für jemanden wie mich, der Foldables gerade aus einem Produktivitätssichtpunkt ziemlich spannend findet, ist das ja also ein gefundenes Fressen. Vor allem auch, weil das erste Pixel Fold für mich auch das erste Foldable war, das ich super gerne als Daily Driver so im Alltag genutzt habe. Das lag aber auch nicht zuletzt an diesem super genialen Formfaktor, der jetzt für die zweite Generation abgeändert wurde. Also lasst uns das Ding mal gemeinsam auspacken und dann schauen wir uns an, was da so abgeht. Damit sind wir drin beim Pixel 9 Pro Fold. Fast quadratisch ist dieses aufgeklappte Display in der Innenseite und super dünn ist das Gerät vor allem auch noch. Also das macht echt was her, wenn man das so in der Hand hält. So ein schönes, kompaktes, leichtes Tablet. Ihr seht hier diese kleine Falte, ja, wenn man mal so von der Seite auf das Displaypanel drauf schaut. Aber ich sag euch ganz ehrlich, so für mich, wenn ich so selber mit meinen Augen von vorne auf das Display drauf schaue, dann sieht man das kaum noch. Das wirkt einfach wie ein super dünnes, super schickes, handliches Tablet. Und schaut euch auch mal an, wie knapp nur der USB-C-Port hier reinpasst. Also arg viel dünner darf es wirklich nicht werden. Super beeindruckend, wie dieses Gerät gebaut ist. Wenn man es zuklappt, dann ändert sich die Story natürlich direkt wieder ein bisschen. Ich habe hier mal ein normales Pixel 9 daneben. Da seht ihr dann, ja, man merkt schon eindeutig, welches Gerät das Foldable ist und welches nicht. So ein bisschen mehr Speck hat man da definitiv noch auf den Hüften. Ne? Aber von vorne, ja, ist es schon ziemlich ähnlich. Ne? Beide haben einen 6,3 Zoll, 120 Hertz OLED-Display und so im zugefalteten Zustand kann man dieses Fold eigentlich benutzen wie so ein ganz normales Handy. Und ich finde das so cool, dass wir da mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, wo das geht, ja, wo es nicht mehr irgendwie so ein Kompromiss ist, wenn man ein Foldable hat, dass man es eigentlich aufhalten möchte, um es überhaupt benutzen zu können. Nee, das ist einfach nur ein normales Handy, in Anführungsstrichen, das man halt aufhalten kann, wenn man noch mehr Display haben möchte. Ein paar Downgrades gibt es aber natürlich trotzdem, das muss man einfach dazu sagen, so diese Ecke wäre hier das Erste, was mir einfällt. Ja, das normale Pixel 9 ist natürlich schön abgerundet an allen Seiten, während das beim Fold nur hier an der rechten Seite der Fall ist. Für Rechtshänder ist das ja jetzt erstmal kein Problem, da hat man auch so ein halbwegs bequemes Handling, sag ich mal. Aber für Linkshänder, da piekst das dann schon immer hier so ein bisschen in den Handballen rein, muss man eventuell bedenken. Ich finde es jetzt nicht unmöglich, das Gerät so zu bedienen, aber mit rechts ist schon definitiv bequemer. Aber dass das Fold halt wirklich noch so ein bisschen dicker und schwerer ist, das fällt eigentlich nur im direkten Vergleich auf. Ist schon krass. Also ich würde da die Unterschiede mittlerweile eher beim Thema Kamera zum Beispiel sehen, weil wenn ich das jetzt hier mal aufhalte und wir uns mal die Bautiefe von diesem Kameraelement anschauen, dann merkt man halt schon recht schnell, huch, in diesem Foldable, da ist einfach nicht so viel Platz für Kamera-Hardware wie in einem klassischen Smartphone. Es sei denn, man macht dann so OnePlus-mäßig so einen extrem dicken Kamerahubbel auf die Rückseite. Und der andere Unterschied ist natürlich der Preis. Ne? In so einem Foldable steckt mehr Technik drin, vor allem mehr Display-Technik. Und das führt dazu, dass das Pixel 9 Pro Fold halt für 1.900 Euro verkauft wird, während man den Pixel 9 Pro ohne Fold in der 6,3 Zoll Variante halt für 700 Euro weniger bekommt. Das muss es einem schon wert sein. Was man Google dabei aber echt zugute heißen muss, ist, dass sie den Preis wenigstens nicht erhöht haben, denn das alte Fold hat auch so viel gekostet und war, wenn man es jetzt hier mal nebeneinander hält, interessanterweise auch gar nicht wirklich dicker als das neue. Das neue wirkt aber irgendwie viel weniger globig, einfach durch dieses Seitenverhältnis, weil das alte Fold halt so ein kurzes Display hatte, wirkt das einfach in der Hand so ein bisschen knubbelig.
wuselig, wenn ich das mal so sagen darf. Und mit dem neuen, gerade auch mit den weniger abgerundeten Gerätekanten, sage ich mal, wirkt das einfach, ja, viel stabiler, viel schicker, viel schlanker. Haben sie schon gut gemacht. Und auch gleichzeitig natürlich hier mehr Display mit einbauen können. Die Frage ist jetzt nur, ist das eine gute Sache? Denn dieses kurze Display war einer der Hauptgründe, warum ich das erste Pixel Fold so sehr gefeiert habe. Und es hat nichts mit dieser Außenansicht zu sehen, die wir jetzt gerade haben. Da ist so ein längeres Smartphone-typisches Display natürlich toll, aber wenn man das Gerät auffaltet, ja, dann wirkt sich das äußere Display-Verhältnis natürlich auch auf das Innere aus. So, beim alten hatte man dann nämlich direkt so ein breites Bildschirmformat und beim neuen ist das jetzt mehr oder weniger quadratisch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der ist ja nur oben ein bisschen mehr dazugekommen, aber das ist nicht wirklich der Fall. Wenn ich die hier jetzt mal so nebeneinander lege, dann seht ihr, dass es streng genommen beim alten Fold sogar ein bisschen breiter war. Also wenn ich jetzt hier mal zwei YouTube-Videos drauf laufen lassen würde, dann wäre die tatsächliche Bildfläche, in der ich das Video sehe, beim neuen Fold ein bisschen kleiner. Schreibt mir eure Gedanken zu dem Thema gerne mal unten in die Kommentare, denn ich finde es wirklich schwierig zu bewerten, ob das jetzt eine gute oder schlechte Veränderung ist. So, mein Herz hängt eigentlich an diesem Formfaktor. Ich fand das so geil, dass man nie mehr Display mit sich in der Hosentasche rumtragen muss, als man tatsächlich braucht. So dieses 16:9 mäßige Außen, das hat mir für normale Smartphone-Nutzung mehr als gereicht. Und wenn ich dann halt was Größeres wollte, dann habe ich es aufgefaltet und gut ist. Nichtsdestotrotz hat man hier ja insgesamt doch jetzt ein größeres Display als vorher. Und das bedeutet natürlich auch mehr Platz für Produktivität, für Multitasking. Nicht alles, was man auf dem großen Bildschirm macht, ist Video schauen. Von daher, ja, ist dieser quadratische Formfaktor vielleicht gar nicht so blöd und trägt eher dazu bei, dass man halt dieses normale Seitenverhältnis auf der Vorderseite genießen kann und dann das mehr wie einen wirklich 100% normales Smartphone wahrnimmt, bis zu dem Moment, wo man es dann halt auffaltet. Die größere Displayfläche kommt aber nicht nur durch Seitenverhältnis zustande, sondern zum Beispiel auch durch die jetzt ins Display eingebettete Selfie-Kamera. Davor war die ja noch in diesem fetten schwarzen Plastikrand integriert, der jetzt hier auch deutlich dünner gemacht wurde. Obendrauf sind die Displays auch heller, 1450 Nits hat das innere Display vom Fold bisher geschafft. Beim neuen sind es 2700, also fast so viel wie die 3000 bei den normalen Pixel 9 Pro Geräten. Schon ziemlich beeindruckend und super gut geeignet, wenn man mal draußen zum Beispiel auf Webseiten surft oder Magazine liest vom Sponsor des heutigen Videos, Readly. Das ist eine App, mit der man digitalen Zugriff auf die aktuellsten Ausgaben von über 7000 Magazinen und Tageszeitungen bekommt. Es gibt 37 verschiedene Kategorien, so ist thematisch wirklich für jeden was dabei. Ich lese zum Beispiel über Readly gerne die MacLife für spannende Artikel aus der Apple-Welt oder die National Geographic für wissenschaftliche Themen. Es ist auch ziemlich cool, dass neben deutschen Magazinen auch viele weitere Sprachen vertreten sind. Für gut recherchierte Stories aus der Formel 1 ziehe ich mir also gerne mal bewusst die britische GP Racing rein und verfeinere so weiter meine Englischkenntnisse. Praktischerweise darf ein Readly-Konto dabei auf 5 Geräten gleichzeitig genutzt werden. Ihr könnt die App also getrost auf allen möglichen Smartphones und Tablets installieren, die im Haushalt so rumfliegen. Es gibt eine Download-Funktion, um offline auf Reisen lesen zu können. Eine Artikelansicht, die Text und Bilder passender für Handys formatiert und ein spezielles Angebot für euch. Denn mit meinem Link unten in der Beschreibung könnt ihr den ersten Monat Readly für nur 99 Cent bekommen und danach jederzeit kündigen, wenn ihr möchtet. Perfekt also, um den Dienst mal auszuprobieren. Ein Riesenkuss geht raus für die Unterstützer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vielleicht haben wir sogar bald eine komplett andere Lösung für dieses Innendisplay, Außendisplay, Seitenverhältnis-Debakel, denn Tri-Fold faltbare Smartphones stehen langsam auch in den Startlöchern und die schaffen es dann mit einem Display-Panel sowohl das Außendisplay als auch das Innendisplay zu bespielen, ja, und dadurch ein richtiges 16:9 Seitenverhältnis auf der Innenseite möglich zu machen. Das ist dann zum Videos gucken perfekt und von außen ist
es dann auch wie ein ganz normales Smartphone. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie gut dieses Konzept aufgehen wird und auch wie stabil die dann sein werden, die Geräte. Denn eine Sache muss man es einfach sagen, auch mit heutiger Smartphone-Foldable-Technik, so wie im Fold hier, man hat halt einfach einen Kunststoffbildschirm auf der Innenseite. Das muss so wegen der Faltung. Ja, du kannst ja nicht einfach irgendein Glas hier nehmen und falten, das würde ja dann brechen. Gut, manche haben so eine dünne Glasschicht mit drin, aber das ist nicht dasselbe wie so ein hartes Displayglas auf der Außenseite. Also das finde ich schon ziemlich gut gemacht, so wenn ich dieses Gerät hier in der Hand habe, das 9 Pro Fold. Das wirkt einfach super solide. Ich würde diesem Smartphone absolut zutrauen, auch ohne Hülle irgendwie in meiner Hosentasche gut zu überleben und nicht direkt kaputt zu gehen. Und das ist halt auch so ein Punkt, den Google wirklich stark verbessert hat im Vergleich zum Vorgänger, ne? Diese Bauqualität. Klar, beim Vorgänger hatten wir auch schon Metall und auch schon Glas, aber ihr seht es jetzt hier schon alleine an diesem glänzenden Rahmen hier auf der Innenseite, dieser ganze Plastikrahmen. Schau mal, was ich da für Macken schon reinbekommen habe in der Zeit, wo ich das genutzt habe. Und ich hatte das nur einen Monat als Daily Driver. Dieses Scharnier hier alleine, wie komisch das aussieht. Und auch der Fakt, dass man das Gerät halt immer so aufbiegen musste, damit es wirklich flach wird. Also wenn ich das so normal aufhalte, das alte Fold, dann hat das halt immer noch so ein leichtes, seht ihr, so ein Whip, so einen Schwung drin gehabt. Das neue ist da viel besser. Das snappt so richtig auf. Klapp und klapp. So muss es sein, ne? Plipp. Plipp. Das finde ich richtig gut. Also schön, dass Google das verbessert hat. Wenn man allerdings doch eine Hülle haben will, wie funktioniert das dann eigentlich? Diese Frage können wir hier jetzt auch mal gerne beantworten, denn Google hat mir für mein Testgerät eine Pixel 9 Pro Fold Hülle mitgeschickt. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ich nehme die hier mal aus der Packung. So, oh, wie schlecht kann man das aufreißen? Egal. Profi-Unboxer, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, das ist jetzt so ein zweigeteiltes Ding, ne? Hat das hier noch irgendwie, ja? Ach, das, ist das geklebt? Klebt man das dann? Das probiere ich jetzt mal aus, weil hier sind auf jeden Fall solche Pull-Tabs dran. Das sollte ja dann so wahrscheinlich hier oben drauf kommen. Ja, das wirkt jetzt schon geklebt. Warte, ich mache mal das hintere hier drauf. Ja, so eine zweigeteilte Hülle. Funktioniert, man kann falten. Es ist mehr oder weniger von allen Seiten geschützt. Hier dieses Scharnier, das ist noch so ein bisschen offen. Also hier kann man definitiv nach wie vor Kratzer reinkriegen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich von allen Seiten ziemlich gut geschützt. Aber ja, das hintere, das kann ich jetzt hier so easy wieder abmachen, oder? Wenn ich jetzt sage, ich will die Hülle doch nicht drauf haben. Boah, ist schon fummelig, ja, das kommt wieder ab und das andere, ja, das hat jetzt so ein bisschen geklebt. Wie oft das jetzt wieder kleben wird, wenn ich das wieder dran klebe, keine Ahnung, das wird man dann sehen. Okay, Leute, lasst uns noch mal kurz über die Kameras quatschen. 5 Stück sind bei diesem Gerät mit an Bord. Wir haben natürlich einmal hier die Selfie-Kamera auf der Vorderseite, dann gibt es noch mal die Selfie-Kamera auf der Innenseite und dann die 3 Rückseitenkameras. Da haben wir hier einmal einen Hauptsensor, dann einen Ultraweitwinkel und einen 5-fach-Telezoom, der hier über so einen Spiegel in das Gerät hineingefaltet wird, damit es überhaupt möglich ist, in so einem dünnen Gehäuse so einen extremen Zoom mit unterzubringen. Finde ich schon cool gemacht. Was allerdings schade ist, ist, dass die Sensoren sehr ähnlich bis zu identisch sind mit denen aus dem letzten Fold. Das hat zwar auch schon ganz schöne Bilder gemacht, vor allem wegen der Google Software. Die haben dann alle diesen typischen kontrastreichen Pixel-Look, der ja sehr, sehr beliebt ist. Aber ja, die krassesten Bilder kriegt man da alleine wegen der Bautiefe hier einfach nicht raus. Das muss einem bewusst sein. Spaß macht es aber trotzdem eine Menge mit diesem Gerät zu fotografieren, weil man halt einfach durch diesen faltbaren Formfaktor viele Möglichkeiten hat, die normale Smartphones überhaupt nicht bieten. Zum einen natürlich hier erstmal dieser riesige Viewfinder. Da sieht man ganz genau, was man festhält und was man fotografiert. Man kann das Gerät natürlich auch so auffalten und hinstellen. Wenn man jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Gruppenselfie machen will, stellt man das so hin.
zack, löst aus und kann sich gemeinsam vor das Gerät stellen, ohne dass irgendwie ein Stativ oder so gebraucht wird. Ja, oder auch für Videokonferenzen oder so ist es eigentlich ganz cool, dass man das Gerät dann hier so hinstellen kann. Warte, ich mach mal Selfie-Kamera an. Hallo! Guck, so. Das geht auch ziemlich gut. Aber der größte Trick ist in meinen Augen das Benutzen des vorderen Screens. Wenn ich jetzt hier auf Rückkamera-Selfie gehe, dann seht ihr das. Zack, der vordere Bildschirm wird dann einfach als Viewfinder für Selfies genutzt und ich kann die Hauptkameras nehmen, um da halt eben meine Bilder zu machen. So eine schöne Selfie-Kamera haben die wenigsten Geräte. Und was jetzt halt auch neu dazugekommen ist, warte, wo ist mein Software? Hier, Blickfang. Für mich als Vater einfach die perfekte Funktion, weil dann werden hier auf dem Außendisplay witzige Cartoons angezeigt, die Kinder dazu animieren sollen, in die Kamera zu gucken, wenn man von oder mit ihnen ein Bild machen möchte. Das Ganze kann auch Geräusche machen. Kikeriki macht dein Handy dann auf einmal. Es gibt hier sogar verschiedene, je nachdem, welche Kinder auf was reagieren. Vielleicht finden die ja auch irgendwie Hühner langweilig und große Augen irgendwie interessanter. Ja, ist schon witzig gemacht. Auch mit den Geräuschen. Ja, das ist ein geiles Feature, muss man wirklich sagen. Vielleicht nicht für jeden was, aber ich werde es mal mit Minibar ausprobieren. Fassen wir also nochmal zusammen, ja? Wir haben hier ein schickes Design mit einem super dünnen Gehäuse, das ein großes, helles Display auf der Innenseite hat und coole Kamera-Features mit im Gepäck. Bekommt man sowas nicht auch bei anderen faltbaren Smartphones? Ja, tatsächlich schon. Und in vielen Fällen sogar nochmal weitere coole Dinge dazu. Bei Samsung gibt es den S Pen zum Beispiel, der auch auf dem inneren Bildschirm unterstützt wird. Bei OnePlus bekommt man noch sehr viel schnelleres Laden vom Akku und nochmal eine deutlich bessere Kamera. Was könnten also Gründe sein, warum man sich doch für ein Pixel Fold entscheidet? Für mich persönlich wäre es die Software. Ich mag Google Software extrem, alleine schon vom Aussehen. Ich freue mich sehr, dass sie 7 Jahre Software-Support versprechen, aber in allererster Linie finde ich es geil, dass sie wirklich auch in Europa Vollgas geben mit AI-Features. Um die alle im Detail zu erklären oder gar ins Verhältnis zur Konkurrenz zu setzen, bräuchte man wahrscheinlich ein separates, einstündiges Video. Deswegen hier mal ganz schnell im Kurzdurchlauf. Wir haben natürlich Gemini mit an Bord, Googles AI-Sprachassistent, mit dem man ChatGPT-like alles Mögliche machen kann, Fragen stellen kann zu aktuellen Themen oder auch generelle Sachen. Man kann die Kamera mit einbinden für kontextbezogene Anfragen. Man kann Dinge auf seinem Bildschirm einfach umkreisen, um weitere Fragen dazu an die KI zu stellen. Man kann, während man YouTube-Videos schaut, Fragen zu dem YouTube-Video stellen. Es gibt unfassbar starke Bildbearbeitung, die geschossene Bilder zum Rand hin erweitern kann. Man kann Sachen rausradieren, Objekte verschieben. Es gibt Features wie den Video-Boost, der bei Low-Light-Aufnahmen nochmal extrem viel bessere Bildqualität rausholen kann. Gruppenbilder können jetzt auch aus mehreren Bildern zusammengestitcht werden. Man kann Screenshots bis ins Detail durchsuchen, sich Zusammenfassungen von E-Mails geben lassen und so weiter und so fort. Und natürlich sind nicht alle diese Features schon heute auch in Europa verfügbar. Einige davon sind bisher USA-exklusiv und dann gibt es nochmal eine Handvoll Features, die schon angekündigt wurden, aber später erst kommen. Am Ende des Tages ist aber Folgendes wichtig und bleibt. Es gibt keinen anderen Smartphone-Hersteller, der aktuell schon in Europa so viele und so hilfreiche Features mit im Petto hat wie Google. Und da muss man einfach mal den Hut vorziehen, während andere Firmen noch nach irgendwelchen Ausreden suchen und der EU die Schuld in die Schuhe schieben, sind die einfach dran zu machen, rauszubringen, da wirklich an der vordersten Front Updates zu liefern und es auch nicht immer nur für die neuesten Modelle, sondern oft auch schon für Modelle, die schon 1-2 Jahre auf dem Markt sind und auch nicht nur für die teuersten Geräte, sondern auch für die günstigeren Pixel. Und das finde ich bei Google einfach mega nice, wie sie das handhaben. Andererseits bleiben sie aber auch nicht stehen und schauen, dass die neuen Geräte noch mehr Hardware-Power bekommen, um noch weitere AI-Sachen zu können. Hier in den neuen Pixels haben wir zum Beispiel bei fast allen Geräten, bis auf dem normalen Pixel 9, 16 GB
GB RAM mit am Start, also auch beim Pixel Fold. Überlegt euch das mal. 16 GB RAM. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals mal mein MacBook von 4 auf 8 selber geupgradet habe und mich Leute gefragt haben, oh, 8 GB RAM, wofür brauchst du so viel? Jetzt haben wir das Doppelte in unseren Hosentaschen. Insane! Und auch der neue Google G4 Tensor Prozessor ist absolut auf AI-Power ausgelegt. Der ist aktuell der schnellste AI-Mobile-Chip, den es auf dem Markt gibt. Schauen wir mal, was passiert, wenn das iPhone 16 angekündigt wird. Aber aktuell hält da Google den Rekord. Also ist schon wirklich, wirklich krass, wie die da Vollgas geben. Und wenn man an solchen Sachen interessiert ist, dann kommt man im Foldable-Bereich eigentlich an dem Pixel Fold nicht vorbei. Klar, Samsung hat auch ein paar von den Features auch schon rüberbekommen, aber das allermeiste kriegt man einfach bei Google selber mit. Ein bisschen zu meckern habe ich dann aber trotzdem noch, denn so schnell und geil der Tensor G4 auch für AI-Aufgaben ist, in Sachen CPU und GPU-Leistung hängt er der Konkurrenz schon ordentlich hinterher. Also ich würde sagen, dass es nicht mal unbedingt ein High-End-Chip ist, von dem wir hier reden, sondern eher ein etwas hochgeputschter Mittelklasse-Prozessor. Und das ist für so ein Gerät wie so ein Pixel 8a oder so wirklich vollkommen in Ordnung. Selbst fürs Pixel neu finde ich es noch okay. Aber für einen 1.900 € Foldable darf man mehr erwarten. Ne? Und ja, das gibt es hier bei Google dann einfach nicht. Ja, nicht mal irgendwie zwei Varianten von dem Chip oder so. Nee, egal welches Pixel man kauft, so, man ist auf dem Tensor G4 festgenagelt. Ich würde das jetzt nicht als großes Problem ansehen, wenn man sein Handy ganz normal benutzt. Also ihr seht, das Pixel läuft hier super flüssig, gar kein Problem. Und auch wenn man in normalen Apps sich rumtreibt, sage ich mal, und selbst produktive Dinge mit dem Pixel Fold machen möchte, wird man so gut wie nie an die Performance-Grenze von diesem Prozessor stoßen. Allerdings, ja, kauft man sich ja ein 1.900 € Smartphone nicht unbedingt nur, um auf WhatsApp rumzuhängen und so, sondern es gibt auch Leute, die dann ein bisschen mehr von dem Gerät wollen. Ja, vielleicht Gaming am Limit betreiben, den 120 Hz Bildschirm innen drin in voller Auflösung für Emulation ausnutzen oder whatever. Ja, und es sind dann halt solche Sachen, Videoschnitt vielleicht auch noch, wo man dann hier früher an seine Grenzen stößt, wie bei anderen Geräten in dieser Preisklasse. Das muss einem einfach bewusst sein. Aber abgesehen davon, ja, Pixel Fold 9 Pro, nice Sache. Ich finde es ein gelungenes Upgrade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.